Hallo. Was will er denn jetzt? Die kaufe ich mir jetzt. Ich grüße euch. Was für ein schönes Wetter. Es ist noch ein bisschen nass auf den Straßen. Aber die Sonne scheint und das ist ja schon die halbe Miete, wenn nicht sogar mehr. Ja, ich bin jetzt heute mal ein bisschen früher unterwegs am Tag. Es ist jetzt ungefähr 10. Ich habe heute ein paar Sachen zu erledigen. Die Frage ist jetzt, in welcher Reihenfolge mache ich das alles? Ich muss auf jeden Fall erstmal was frühstücken. Ich habe bisher nur ein Espresso getrunken. Bin eigentlich nicht so ein Kaffeetrinker, aber ich habe irgendwie Espresso für mich entdeckt. Es ist nur so ein kleines Tässchen und ja, finde ich angenehmer als eine ganze Tasse Kaffee irgendwie. Das packe ich nicht so, auch meinen Magen nicht. Jedenfalls habe ich nicht mehr als ein Espresso gerade im Magen und schaue jetzt erstmal nach dem Frühstück. Was ich noch brauche, ist der 19. Band von Attack on Titan, deswegen werde ich noch zu Neo Tokyo fahren, zu Münchner Freiheit. Ich habe jetzt insgesamt knappe 2 Stunden Zeit, bis ich zum Autoreifen wechseln fahren muss. Was wollte ich noch machen? Eigentlich nur frühstücken, Manga holen und ich muss noch zur Bank. Wegen dem Reifen wechseln dann. Ich wollte euch später auf jeden Fall auch noch einen kleinen Einblick in mein Training zeigen, beziehungsweise in mein Training, was ich mache, wenn ich nicht im Fitnessstudio bin, sondern beim Kumpel im Keller. Das sieht insofern anders aus, weil da einfach ein paar weniger Geräte sind als im Fitnessstudio. Am liebsten habe ich halt alles zur Verfügung, Seilzüge, whatever. Aber bei meinem Spiez im Keller unten sind auf jeden Fall auch ein paar nice Sachen. Und ja, ich werde gerade wieder warm mit dem Training. Ich bin jetzt längere Zeit ausgefallen, weil ich Anfang des Jahres, wann war das, im April, Ostern rum, einen Unfall hatte mit einem Motorrad. Ich sage immer, ein Unfall mit einem Motorrad und nicht ein Motorradunfall, weil darunter stellt man sich immer gleich so was Dramatisches vor. Aber das war es im Endeffekt jetzt nicht so. Es war so, ich war im Urlaub in Bosnien, also bei der Heimat von meinen Schwiegereltern. Und war die Hälfte der Zeit krank mit Fieber und allem. Gegen Ende wurde es ein bisschen besser. Und da habe ich dann die Gelegenheit gehabt, mal mit einem richtig fetten Chopper zu fahren. Und ich hatte direkt krass Respekt davor, weil, keine Ahnung, 400 Kilo oder so wiegt das Teil. Richtig schönes Ding. Super schwer. Aber ja, ich wollte es einfach noch mitnehmen im Urlaub und dann dachte ich mir, mache ich das. Fahren ein bisschen hin, her, was? Alles super gewesen, kein Stress, hat echt Spaß gemacht. Und dann dachte ich mir so, als ich ein bisschen aus dem Ort rausgefahren bin, ja, übertreib nicht, ich muss jetzt nicht ewig weit fahren, fahr zurück. Wieder zurück. Dann fahre ich so eine Straße lang und will quasi in so eine Seitenstraße, also besser gesagt einen Feldweg, der zum Wald geführt hat, will ich kurz da rein und umdrehen, wenden und wieder zurückfahren. Das Problem war, da war erstens mal ein Gefälle, so. Dann war das lauter Kieselsteinzeug, Split und so. Und ich, keine Ahnung, ich hatte vielleicht um die 8 km/h oder was. Lass es 10 gewesen sein, aber auf jeden Fall nicht schnell. Geh in die Vorderradbremse. Und in dem Moment rutscht mir das Vorderrad weg. Bam. Bam. Ich versuch's aus Reflex natürlich aufzufangen, weil ich keine Lust habe, das Bike irgendwie zu schrotten. Und ihr kennt ja, viele Chopper haben die Griffe hier oben. Da musst du hier oben Gas geben. Und musste das Bike ist in die Richtung gekippt und ich wollte es auffangen. Und dann hat es mir halt einfach die Kugel rausgefetzt. Die Schulter rausgefetzt. Also ausgekugelt.
Und ich habe es gar nicht erstmal gecheckt. Ich habe nur gemerkt, okay, scheiße, das Bike liegt am Boden. Dem Bike ist zum Glück nicht so viel passiert. Jedenfalls erstmal Schockstarre, übelste Schmerzen, weiß überhaupt nicht, was los ist. Will dieses Bike aufheben und merke einfach beim Hochziehen. Achtung, Triggerwarnung. Ich spreche jetzt detailliert über meine Verletzung. Dass mein Arm einfach macht. Also einfach, dass da keine Spannung im Arm ist. Einfach, dass ich nicht ziehen kann mit dem Arm, dass ich nichts heben kann. Dass der Arm einfach nachgibt an der Schulter. Und da habe ich gecheckt, okay, die Schulter ist aus. Ich habe nur noch, ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr bei einem Computerspiel die Helligkeit oder den Kontrast auf maximal hell macht und alles nur noch so komplett weiß. Also man sieht nur noch Konturen, Umrandungen, aber halt alles weiß und leuchtend. So habe ich gesehen, vor Schock und vor Schmerz wahrscheinlich. Einfach der Kreislauf im Eimer. Und dann habe ich mir tatsächlich selber die Schulter eingekugelt. Also ich habe einmal meinen Arm so gedreht und habe gemerkt, wie es so, es hat nicht so, wie man sich es vorstellt, so klack gemacht, sondern mehr so, es hat sich mehr so reingeschoben wieder. Also ganz ekelhaftes Gefühl, auch mit viel, viel Schmerz verbunden, war richtig ätzend. Ich wurde dann zum Glück aufgegabelt. Der hat dann gleich denjenigen angerufen, dem das Motorrad gehört, auch aus meiner Familie so. Ja, mir war das super unangenehm und peinlich, aber das war halt alles unterdrückt von massiven Schmerzen. Ich wollte halt keine Panik verbreiten, ja, also alle, die das mitbekommen haben, haben das eh schon relativ low-key gehalten, sodass es jetzt keine große Welle ist, so für alle, was ist da los. Ich habe dann einfach nur Zähne zusammengebissen und so getan, es wäre nichts, aber meine Frau hat natürlich gecheckt, dass ich Todesschmerzen habe und Pain habe, weil man es wahrscheinlich an meinem schmerzverzerrten, unterdrückten Face gesehen hat und wahrscheinlich ist mir wie im Anime so der Schweiß runtergelaufen. So viel dazu. Das war meine erste Begegnung mit Bosnien. Nichtsdestotrotz ist es ein schönes Land und ich werde auf jeden Fall nochmal hinfahren und hoffentlich bessere Bedingungen haben. Genau, deswegen war ich auf jeden Fall jetzt komplett ausgenockt. Konnte nichts machen, hatte den ganzen Tag eine Schiene am Arm. Richtig ätzend. Physiotherapie gemacht. Es ist immer noch nicht ganz ausgeheilt. Also ich kann jetzt schon wieder trainieren. Ich kann jetzt schon wieder belasten. Boxen bin ich noch vorsichtig. Habe ich jetzt auch ein, zwei Mal wieder gemacht. Zeige ich euch später auch ein bisschen. Muss ich auch erst wieder reinkommen. Genau, und später zeige ich euch einfach noch ein bisschen, welche Übungen ich gerne mache mit dem Equipment, was eben jetzt da in dem Kellerpumpraum von meinem Spezel drin ist. Also der Plan ist, ich suche mir jetzt ein Frühstück, dann ein Manga oder andersrum, eins von beiden. Ich weiß gar nicht, was ich Bock habe zu frühstücken. Irgendwie fühle ich mich schon nach Mittagessen. Vielleicht ein Döner. Wo müssen wir hin? Wir müssen links, weil da ist die Münchner Freedom. Und bei der Münchner Freiheit ist auch der Neo Tokyo. Ich weiß aber immer noch nicht, was ich essen soll. Ich hab einen Geistesblitz gerade gehabt. Ich kann ja einfach... Intercom failed. Try again later. Nein, kann ich nicht. Fail. Ich hatte gerade den Geistesblitz, dass ich einfach die Lautstärke von meinem Headset runter machen kann und dann höre ich dieses Intercom-Fail nicht mehr. Und genau in dem Moment schreit sie mir wieder ins Ohr. Intercom failed. Also es ist unabhängig von der Lautstärke, was ja auch Sinn macht. Also heute ist so ein schöner Tag. Ich würde gerne am liebsten einfach den ganzen Tag Motorrad fahren. Ah, die Skulptur. Das muss ich auch mal recherchieren, was die Skulptur eigentlich zu bedeuten hat. Ich weiß noch, dass ich hier früher mit meiner Oma voll oft vorbeigelaufen bin und immer auf dem Fuß da rumgestiegen bin. Erinnert mich direkt an die Titanen von Attack on Titan, yo. Also es ist jetzt 11, ich habe noch 45 Minuten. Dann muss ich ungefähr das Auto abgeholt haben, dann muss ich zur Post. Dann muss ich zum Reifen wechseln. Und dann muss ich die Kleine abholen. Stressy. Aber dafür habe ich den Freitag ja auch frei, damit ich solche Sachen machen kann. Boah, was war das? Was war das für ein Nutella-Geruch?
Hier riecht's nach Nutella. Als würde hier einer Krebs machen. Wo ist es? Ich habe jetzt voll Bock auf einen Crepe mit Nutella. Vielleicht kommt's von da vorne, von dem Marktplatz. Schauen wir uns gleich an. Jetzt erstmal Manga. Da ist es wieder. Nee. Hier riecht's jetzt mehr nach gebranntem Zucker. Und hier riecht's nach Schutt. Meine Spürnase ist on fleek. Ich kann alles riechen.